Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist es soweit, wir bauen die Solaranlage an, also das Balkonkraftwerk. Da nehme ich euch ein bisschen mit. Ich werde nicht viel reden, aber so ein bisschen was zeigen, wie ich es aufbaue. Und danach, wenn das Video nicht so lang geworden ist, werden wir noch ja, den Wechselrichter einrichten, uns die App runterladen und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht mehr so lange und auf geht's. So, die PV-Module sind angebracht. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Und sind auch wirklich schön fest. Und nochmal von der anderen Seite. Und ich denke, wir kümmern uns jetzt um den Mikroinverter. Oder wegen mir auch Mikrowechselrichter. Den werden wir jetzt anbringen. Und zwar, wir stehen jetzt hier unter den zwei Platten. Werde ich den, ich denke mal, hier so in der Mitte zwischen den zwei anbringen.
Ja, muss ich mal gucken und ich nehme euch wieder mit, werde wieder nicht so viel erzählen und ich würde einfach sagen, auf geht's, ne? Okay, das war jetzt völlig unüberlegt von mir. Ich kriege die Halterung gar nicht dran. Also, doch, ich kriege die dran. Aber nur von unten. Nur von unten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier seht. Ja, die kommen so dran. Aber dann müsste ich den Wechselrichter auf den Kopf stellen. Und der ist ziemlich schwer. Ich weiß nicht, ob er das so hält. Ich meine, ich kann es ausprobieren. Ansonsten muss ich eine Solarklappe oder ein Solarpanel wieder zurück. Beziehungsweise wieder einklappen, damit ich mit der Leiter da hinkomme. Und das dann halt oben festmachen. Echt blöd gewesen von mir. Hätte ich vorne machen sollen. Also, wenn ihr auch sowas aufbaut, ne, macht die Halterung für den Mikrowechselrichter ruhig vorher dran. Überlegt euch ganz genau, wo er hin soll und nicht so wie ich, dass er dann im Endeffekt ja blöd dasteht und nicht weiß, wie er das machen soll. Also, ich habe mal provisorisch jetzt hier dies angeschraubt und den Wechselrichter nur mal ganz kurz befestigt, um zu sehen, wie stabil das ist. Das Ganze, ja, wenn der noch zwei, ich glaube, das sollte funktionieren. Ich glaube, ich mache das noch so, schiebe den noch ein kleines Mühe nach da. Ich würde sagen, auf geht's, ne? Diese ganze Halterung hier wird ungefähr so angebaut. So, dann wird das hier runtergeschoben. Und dann wird das einfach mit der Sch Uah. Sorry. Wird das einfach hier mit der Schraube dann festgezogen. Und dann ist das halt fest, ne? So, dran wäre das Teil und oh, es wippt ein bisschen, aber eigentlich relativ stabil. So, jetzt können wir eigentlich die Kabel anschließen. Aber das Erste, was wir machen, ist, die Endkappe draufzusetzen. Und zwar bei dem hier, weil hier kann man noch einen zweiten Wechselrichter anbringen, wenn man die Anlage mal erweitern will. Also rein damit. Echt, das war's, mehr nicht. Knack. Okay, das haben wir. Und wir schließen jetzt hier die MC4-Kabel an. So, der Mikrowechselrichter, der arbeitet schon, beziehungsweise die LED leuchtet. Und ja, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das ganze Ding noch an unseren Stromnetz anzuschließen. Also 10 Meter sind definitiv für mich zu lang, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Das ging schwer. Und jetzt natürlich einmal in die Steckdose. Nicht wundern, denn dieses Fenster wird jetzt demnächst ausgetauscht und ich komme dann noch Rollläden dran. Und da ich nicht weiß, wo sie dann die Schienen anbringen, habe ich das erstmal locker gelassen. Ich werde das alles hübsch machen, schön mit Kabelkanal und so alles. Aber solange ich nicht weiß, wie halt quasi mit dem Fenster, wie die das einbauen, lasse ich das erstmal locker. Nichtsdestotrotz sollte es trotzdem funktionieren hier alles. Und einmal rein hier.
Zack, Trenne. Er blinkt jetzt grün. So, jetzt wird es Zeit, dass wir uns die App installieren, beziehungsweise ich habe sie schon installiert. Und zwar schimpft sich die App Talent Home. Oder Talent Home. Ich werde das mal aufzeichnen. Blende das auch gleich mal mit ein hier. Wir öffnen also die App. Willkommen bei Talent. Bitte befolgen Sie ihn. Ja, mach mal. Registrieren Sie Ihr Konto und melden Sie Talent. Okay. Vervollständigen Sie Anlageinformationen. Fügen Geräte, Geräte das hinzu. Konfigurieren Geräte mit Netzwerk. Jo, denke mal, mach mal. Okay. Okay, ich habe es rausgefunden. Und zwar müsst ihr auf direkt hier auf Konto erstellen gehen und nicht hier irgendwo in der Mitte drücken. Genau auf dem Konto auf erstellen, genau auf das Wort Konto gehen. So, und dann seht ihr, ne, welche Mikrowellenrichter hier gültig sind. Ich mache mal okay. Richte jetzt hier alles ein und hoffen wir mal, dass wir einen Verifizierungscode kriegen. Junge! Okay. Und jetzt hier das Passwort eingeben. Jo, keine Einlage. In Ordnung. Bitte Standort einer Karte. Bestätigen. Okay. Geräteliste. Ein Gerät hinzufügen. Okay. Auf den Wechselrichter war hinten ein QR-Code, und zwar zwei. Einen konnte man hier abziehen, sodass man sich den irgendwo aufbewahren kann. Den habe ich abgezogen und den scannen wir jetzt hier mal ein. Das ging aber schnell. So, jetzt aber. Bestimmt ist jetzt mein Mikrofon gleich leer. Oh. Okay, bestätigen. So, läuft. Die App hat mich jetzt echt Nerven gekostet. Nach fast 20 Minuten hat sie dann mal ein paar Daten ausgespuckt. Und zwar produzieren wir hier gerade momentan, ich blende das auch mal ein, ja, 76 Watt und das bei voller Bewölkung. Was eigentlich ja nicht schlecht ist, oder? Ja, mal sehen, wie sich das verhält. Und ich denke, wir sind jetzt hier auch mit dem Video durch. Im nächsten Video gehen wir nochmal kurz auf die App ein, zeige ich nochmal alles so und ja, gucken uns dann die ersten Ergebnisse an. Wenn euch jetzt das Video gefallen hat, wenn es informativ vielleicht auch für euch war, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt, und ansonsten sage ich erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Bis dann, ciao!